Herzlich willkommen bei den EWS. Die Sonne ist nicht nur für jeden von uns ein zentrales Thema, sondern auch für die EWS. Deswegen haben wir hier in unserem EWS-Store Kunstwerke vom Künstlerduo Sunworks ausgestellt. Und wir freuen uns heute, dass die beiden zum Kunstgespräch hier bei uns im Store da sind. Ich begrüße das Künstlerpaar Alejandra Sendmeier und Rolf Behringer zum ersten Kunstgespräch im EWS-Store. Alejandra Sendmeier, in München geboren, hat in Madrid, Kassel und Berlin Kunst studiert und lebt heute in Freiburg. In ihrer künstlerischen Arbeit interessiert sie sich die Malerin und Zeichnerin für die Umsetzung der Dinge unserer Anschauung in farblich und formal reduzierte Muster und Bildstrukturen. Zuletzt entstand so eine Serie von Kristallen, inspiriert von der Architektur der Außenhülle der neuen Universitätsbibliothek Freiburg. Rolf Behringer hat nach einer Ausbildung zum Schlosser Technik, Mathematik und Englisch auf Lehramt studiert und arbeitet heute als Solarpädagoge für den Verein Solare Zukunft e.V. in Freiburg. Er entwickelt Konzepte und Materialien und führt Lehrveranstaltungen durch. Seit Anfang Dezember 2021 ist hier im EWS-Store durch das Schaufenster zum Freiburger Bahnhof hin die jüngste Arbeit der beiden zu sehen. Sie entstand im Sommer 2021 während einer Artist Residency im südspanischen Los Gasques. Alejandra, was sehen wir? Wie kam diese Arbeit zustande? Was erzählt sie? Die Arbeit Sun by Sun hat als Thema die Sonne. Es ist eine Darstellung der Sonne, hergestellt mit der Kraft der Sonne, also praktisch mit der Sonne gemalt. Sie wurde gebrannt mit einer Lupe, die die Sonnenstrahlen, die dort in Spanien reichlich vorhanden waren, zu bündeln, und eben der Brennpunkt war sozusagen unser Pinsel. Ausgangspunkt ist eine Aufnahme der NASA, die die Sonne zeigt, also ein Hightech-Bild als Ausgangspunkt, das ich gerastert habe und damit wieder diese hohe Auflösung sozusagen zunichte gemacht habe und mit einer Low-Tech-Technik, eben diesem Brennen mit der Lupe, haben wir dieses Bild hergestellt. Ihr arbeitet seit 2013 als Künstlerpaar unter dem Label Sunworks zusammen. Und die Sonne steht also schon lange, wie der Name schon sagt, im Zentrum eurer Arbeit. Wie hat diese Zusammenarbeit begonnen? Was war eure Motivation, Kunst und Solartechnik zusammenzubringen? Ja, wir sind uns 2011 begegnet, und Alejandra als Künstlerin und ich als Solarexperte oder Solarpädagoge. Wir haben uns viel unterhalten und ausgetauscht. Und so kam relativ schnell auch die Idee auf, die Kunst und die Solartechnik oder auch die Möglichkeiten, die die Sonne auch bietet, zu nutzen und zusammenzuführen. Und da sind dann 2013 eher konkrete Skizzen entstanden, und dann haben wir das auch in Angriff genommen und haben 2013 unsere ersten konkreten Arbeiten gemeinsam realisiert. Wie kann man sich das konkret vorstellen, die Zusammenarbeit? Also wie organisiert ihr euch? In welchen Schritten bringt ihr diese Anteile Sonne, Technik und Kunst zusammen? Am Ende, dass auch ein plausibles Werk entsteht, also ein, ja. Das ist meistens ein längerer Prozess des Austauschs, von Gesprächen, von Gedankenexperimenten. Also wir fantasieren so herum, und es ist so eine Art Ping-Pong. Jeder gibt eine Idee und der andere schießt was anderes zurück, und über einen längeren Zeitraum hinweg reift es
Also, dass irgendwann eine Gestalt sich formt. Bei der Sonne zum Beispiel war das so, also die Sun by Sun. Da kam ich im Grunde mit einer Lupe und war total fasziniert, halt, dass die Lupe so viel Energie erzeugt, dass man mehr oder weniger malen oder schreiben kann auf einem Stück Holz. Und da war ich begeistert und aufgeregt und kam zu Alexandra und habe gesagt, da könnte man doch was machen. Mhm. Also so, deshalb sagen wir auch oft, unsere Ideen oder die Arbeiten sind echt angetrieben von der Sonne. Also praktisch angetrieben, aber auch von der Inspiration her angetrieben. Ja? Mhm. Also die Sonne ist einfach Ausgangspunkt. Mhm. Ja. Und dann, dann hat sich das halt so zum Beispiel jetzt mit der Sonne weiterentwickelt, dass dann Alexandra irgendwann gedacht hat, Moment mal, konsequenterweise, wenn wir mit der Sonne zeichnen, dann sollten wir auch die Sonne zeichnen. Und dann war wieder so, wow, genau. Und dann geht es so Schritt für Schritt. Und das wurde sehr konkret. Und dann hatten wir halt die Chance, in Spanien, in Südspanien, dann fast über 3 Wochen dann in der Artist Residency an der Arbeit sehr konsequent zu arbeiten. Okay. Wir haben uns diesem Element Sonne ausgesetzt. Total verschrieben, ja. Eine wichtige Arbeit aus den ersten Jahren eurer Zusammenarbeit zeigt ihr aktuell auch hier im EWS-Store, und zwar die Lichtflügler von 2015. Die wir über uns sehen. Wie funktionieren die? Also die sind jetzt gerade nicht im Betrieb, aber wie funktionieren sie im Betrieb und wie kam es zu dieser Idee? Die Lichtflügler, ein Prototyp der Lichtflügler ist eben auch 2013 bei diesem ersten Kunstsymposium entstanden, wo wir kleine Elektromotoren mit Propellern an einem Kabel, das mit einer Solarzelle verbunden war, einfach draußen wie auf so eine Art Wäscheleine gehängt haben und dann eben beobachtet haben, was für Flugbewegungen diese Propeller, die an so einer langen Leine hängen, machen und wie sich das verändert, je nachdem, wie die Sonne scheint oder wenn eine Wolke kommt, dann kommen die wieder zur Ruhe. Und wir waren dann 2015 bei einer Artist Residency in Südschweden, die unter dem Motto stand Art and Nature. Das war ein Vogelschutzgebiet, also wo einfach sehr viele Vögel waren. Und es ging eben darum, Bezug auf diesen Ort zu nehmen. Und da hatten wir einen kleinen Pavillon zur Verfügung, den wir gestalten konnten. Und wir haben da eben herum experimentiert. Mhm. Und dieses Thema des Vogelflugs aufgenommen und diesen Pavillon in so eine Art Voliere verwandelt, in dem eben 11 von diesen Lichtflüglern herumschweben konnten. Damals war es so, dass wir die Kabel oben durchs Dach legen konnten und so, dass die Solarzellen oben auf dem Dach liegen konnten, also wirklich außen waren und die Bewegung der Lichtflügler abhängig war von der Verfügbarkeit des Sonnenlichts, das da war. Das heißt, morgens hingen die erstmal so wie jetzt, wo es ausgestellt ist, hingen die einfach ganz ruhig runter. Und sobald die Sonne dann kam und stärker wurde, haben die angefangen, sich zu bewegen und Leben zu zeigen. Hier im EWS-Tor haben wir eine andere Situation. Da sind die präsentiert im Innenraum die Lichtflügler und auch die Lichtquelle ist statisch, weil es künstliches Licht ist mit einer Solarzelle im Raum. Was verändert sich dadurch in der Arbeit? Ja. Also im Grunde wäre unser Favorit die Variante draußen. Also wirklich auch zeigen,
wie sind die Verhältnisse, die Lichtverhältnisse draußen, um das dann reinzuholen. Mhm. Hier kann man es dann quasi wirklich erleben und verstehen. Das geht jetzt hier nicht, ist ein neues Gebäude, also können wir jetzt nicht irgendwie Löcher bohren. Denn, deshalb haben wir uns entschieden, das mit einem Bewegungswälder zu machen. Der ist jetzt momentan ausgeschaltet, damit hier ein bisschen Ruhe herrscht. Aber ansonsten, wenn jetzt eine Person im Grunde sich hierher bewegt, dann geht es über einen Bewegungsmelder an und die Lichtflügler beginnen sich zu bewegen. Mhm, und der ist 5 Minuten an und auch deshalb 5 Minuten, weil es eine Weile braucht, bis die ins Schwingen kommen. Und das ist sehr unterschiedlich. Die verhalten sich sehr anarchisch auf eine Art, weil man es nicht so vorbestimmen kann, was sie da machen. Von daher ist es auch so interessant und vor allem auch die Interaktion, also der Betrachtende oder die Betrachtende ist damit eingebunden. Mhm. Also ja, kommt rein und dann irgendwann entsteht Bewegung. Und dann ist es aber ein bisschen absurd auch, weil wir ja praktisch elektrische Energie nutzen, die erzeugt werden muss, um diese Lampen zu betreiben. Also da ist natürlich ein Widerspruch da und das finden wir jetzt gar nicht so verkehrt, also auch darüber nachzudenken. Und jetzt sind wir natürlich hier im EWS-Store, dann kann man sagen, geht ja noch. Also immerhin ist es ja dann sogenannter sauberer oder grüner Strom. Noch besser wäre es halt einfach, das zu vermeiden und direkt das Sonnenlicht zu nehmen. Aber das ist ein schöner Kompromiss, es macht trotzdem Spaß und die Wirkung ist da. Mhm. Also so dieses reaktive Moment, das wir ursprünglich eben mit dem Lauf der Sonne hatten, haben wir jetzt auf die Bewegung der Menschen hier im Store umgelenkt. Die dritte Arbeit, die ihr hier im EWS-Store zeigt, die Installation Sammler, sieht aus wie eine Gruppe Pilze im Zappel- und Farbenrausch. Was treibt die an und was ist die Idee an diesem anarchischen Tanz? Also dass die so zappeln, das liegt daran, dass da ein kleiner Speicher mit integriert ist. Ein sogenannter Goldcap-Kondensator. Und das war so ein bisschen auch der Ausgangspunkt von dem Prozess wiederum. Also ich hatte gedacht, das ist eigentlich ein interessantes Speichermedium, was halt Sonnenlicht einfangen kann, speichern kann und abgeben kann. Und dann hatte ich mich mit Schaltungen, mit ganz einfachen elektronischen Schaltungen befasst. Und jetzt ist es so, dass Sonnenlicht oder einfach Licht, das muss nicht mal Sonnenlicht sein, das geht auch sehr gut mit künstlichem Licht oder mit wenig Licht. Die Solarzelle liefert elektrische Energie und die wird in einem kleinen Kondensator wie in einem Eimer Wasser im Grunde gespeichert. Und wenn der Eimer voll ist, beziehungsweise wenn der Kondensator voll ist, dann sorgt die Elektronik dafür, dass das Wasser bzw. die elektrische Energie ausgeschüttet wird. Und in dem Moment gibt es so einen Impuls für die Pilze, sagen wir jetzt mal, die sich dann kurz drehen und dann wieder aufhören und dann beginnt der Prozess von vorne. Und die Geschwindigkeit, wie schnell der Kondensator geladen ist, das hängt wiederum von dem Licht ab, was verfügbar ist. Ich fand das interessant an den Sammlern. Für mich ist das wirklich die erste künstlerische Arbeit, die ich kenne, die sich auf diese Weise mit Speichertechnologie auseinandersetzt. Mich würde interessieren, wie sehr spielen solche Verknüpfungen von Kunst und Nachhaltigkeit in diesem Sinn eine Rolle in eurer Arbeit? Das ist einfach ein aktuelles Thema oder eine Notwendigkeit unserer Zeit. Insofern sind wir dieser Notwendigkeit ausgesetzt und reagieren darauf. Insgesamt finde ich auch interessant, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt in den letzten Jahren mehr Einzug in die Kunst nimmt und auch in den Kunstbetrieb. Also dass man sich zum Beispiel fragt, ob es Sinn macht, aufwendig riesige Kunstwerke um den Globus zu transportieren, damit dann alle Besucher ins Flugzeug steigen, um da bei dieser Kunstmesse teilzunehmen. Mhm. Also da kommt so ein Denkprozess in Gang. Ja. Und das finde ich interessant, dass das jetzt Zeit, auch hier angekommen ist. Ja, das stimmt. Eure Arbeiten haben oft eine eigenwillige Poesie.
ihre Bewegungen rühren an, ob sie nun als Lichtflügler mit Propeller durch die Gegend sausen wie aufgescheuchte Insekten oder durch einen solarbetriebenen Rüttelmotor über den Boden kriechen, wie eure aus Handbesen und Bürsten montierten Besenwesen, die jetzt leider nicht zu sehen sind, aber die ihr auch vor kurzem gemacht habt. Wie wichtig ist dieser Zauber für euch und wie schwer ist er herzustellen? Spontan, er ist sehr wichtig und er ist aber genauso schwer herzustellen. Oder? Ja, das passiert natürlich durch viel Herumprobieren und Verändern und Situationen auskundschaften und abwägen, passiert da jetzt was? Also nimmt das Ganze eine andere Gestalt an? Geht es darüber hinaus, dass es jetzt eine technische Spielerei ist? Schafft es das? Also das versuchen wir auszuloten. Mhm. Das heißt, dieser Zauber ist auch wichtig, um sozusagen von der Technik zur Kunst zu kommen. Ja, es muss irgendwie diesen Schritt raus aus der reinen Technik machen. Ja. Die Technik ist das Material. Mhm. Aber, also genauso wie in der Malerei die reinen Farbtuben noch keine Kunst oder kein Bild machen. Man muss das zum Leben erwecken, das Material. Also ich würde fast sagen, es muss die Schwelle überwinden, damit wir uns damit in die Öffentlichkeit wagen. Das ist eigentlich ein Muss, würde ich mal sagen, weil schöne technische Spielereien gibt überall. Mhm. Das ist relativ leicht zu finden. Mhm. Ja. Man kann schöne Bastelanleitungen im Internet kaufen und so weiter, aber sich davon zu entfernen und eben, ich nehme das Wort Zauber gerne, wenn wir das hinbekommen, ist natürlich schon unser Wunsch. Ja. Ein wichtiger Aspekt eurer Arbeit ist scheint mir die Spannung zwischen Kalkül und Zufall zu sein, die ihr zulasst. Viele Faktoren, die dazu beitragen, dass sich die Dinge bei euch bewegen, lassen sich so wenig kalkulieren wie eine Wolke, die sich vor die Sonne schiebt. Für mich steckt da drin eine tiefe Demut vor der Natur und die Erkenntnis, dass der Mensch eben nicht alles im Griff hat. Auch heute nicht, wie der Klimawandel zeigt, das Artensterben oder die Pandemie. Was ist eure Haltung dazu? Was meint ihr dazu? Also wenn es erkannt wird, dass da eine gewisse Demut dahinter steckt bei den Arbeiten, dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Aber wir würden uns jetzt nicht hinstellen und sagen, wir sind jetzt besonders demütig und so weiter. Ich denke, das ist ja immer wieder das Problem, dass wir im Grunde nur über die Werke, also über die Arbeiten an sich die Möglichkeit bieten wollen, was zu erkennen, was zu entdecken, darüber nachzudenken. Und das war's eigentlich. Und wenn jemand sowas Schönes interpretiert, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht, ja. Okay. Wie beobachtet ihr als Kunstschaffende die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen um eine ambitionierte Energiewende? Also wo verortet ihr euch da als Kunstschaffende? Als Teil dieser Gesellschaft und damit eben die Notwendigkeit, neue Wege zu beschreiten. Mhm. Mich beschäftigt das Thema ja schon seit 30 Jahren. Also ich bin einfach beruflich tätig und mache mir als Pädagoge halt schon sehr lange Gedanken, wie wir das auch anders thematisieren können. Aber das ist halt die pädagogische Arbeit. Und die künstlerische Arbeit, die setzt einfach nochmal andere, die ermöglicht nochmal ein anderes Herangehen für mich. Also es ist eine enorme Erweiterung. Mhm. Auch im Grunde die Frage nach der Ästhetik. Also Ästhetik und auch Kreativität innerhalb der Energiewende. Also meiner Meinung nach wird die oft auch zu technisch gedacht und zu technisch umgesetzt. Und wir brauchen auch, denke ich, viel Kreativität und auch eine Ästhetik innerhalb dieser Technik, um auch andere Leute
anzusprechen und mitzunehmen. Mhm. Und es sind auch andere Räume, die erschlossen werden, also jetzt auch außerhalb dieses EWS-Stores, wenn Museen, Ausstellungsräume, Galerien dieses Thema haben, dann breitet es sich einfach mehr. Was sind eure aktuellen Projekte? Woran arbeitet ihr gerade? Worauf dürfen wir uns freuen demnächst? Also Sun by Sun ist sozusagen das erste Werk eines Zyklus, der sich mit unserem Solarsystem, mit unserem Sonnensystem beschäftigen soll. Wir würden uns da gerne noch weiter rauswagen. Eben diese Erfahrungen in den Bergen in Südspanien, wo wir diese Arbeit gemacht haben, wo wir eben diese Sonne so stark gespürt haben. Genauso war es dann nachts da draußen zu sein, unter diesem selben Himmel, wo die Sonne tags gebrannt hat, dann nach oben zu schauen und die Milchstraße in ihrer vollen Breite zu sehen, in dieser reinen Luft dort oben. Das war einfach sehr ergreifend und sehr beeindruckend. Und in diese Richtung wollen wir uns so die Galaxie erschließen. Also noch weiterhin die Sonne zu nutzen, um mit der Lupe Bilder entstehen zu lassen. Aber wir haben noch ein Skizzenbuch, da ist noch viel mehr drin. Also von daher wird es sich nicht reduzieren auf das Brennen mit der Lupe, sondern kommen noch andere Sachen. Aber die verraten wir jetzt noch nicht. Okay, super. Spannend, dann sind wir gespannt. Ich danke euch für die Einblicke in eure künstlerische Arbeit und hoffe, dass sehr viele Leute hier vor Ort im EWS-Store sich eure Arbeiten ansehen werden. Danke. Vielen Dank auch. Dankeschön.